Mono, der Trimax hier. Clash Royale Crown Championship Fall Season geht weiter. Ich habe das Ganze gecastet zusammen mit Conan. Der Spieltag war einfach nur extrem nice. Es geht um verdammt viel Geld. Insgesamt 1 Million US-Dollar Preisgeld. Wie viel das jetzt genau in dieser Round Robin ist, das werdet ihr gleich noch sehen. Heute beim Spieltag haben die Deutschen gegeneinander gespielt, also Loai und Berin. Beide halten sich im Mittelfeld auf, was sehr ausgeglichen ist. Es geht dabei, wenn in den Top 10 Spielern, in die Top 6 zu gelangen, dann schafft man es weiter in die nächste Runde zum finalen Double Elimination Bracket. Da wird es nochmal richtig heftig. Aber die haben heute gegeneinander gespielt und auch Platz 1 gegen Platz 2. Surgical Goblin gegen Soaking. Jetzt ist es so, genau als dieser Spieltag war, kamen gerade die Balance Changes raus. Und niemand weiß, welche Decks gerade OP sind. Unter anderem wurden Sparkies gespielt. Die waren überraschend gut, genauso wie die Kanonenkarre und den Friedhof. Und welche Decks gespielt wurden und welche verdammt stark sind, das werdet ihr jetzt sehen. Ich will auch nichts vorweg spoilern. Ihr bekommt jetzt die besten Highlights, die spannendsten Games, bekommt ihr jetzt hier nochmal zusammengefasst auf meinem Kanal. Also dabei auf jeden Fall für euch viel Spaß. Wir gucken, wie es weitergeht. Nächstes Game. Und ich bin gespannt, was gespielt wird. Wieder die Kobolde von Donkey Kong. Okay. Surge mit dem Holz kann im Grunde jetzt noch alles sein. Wieder ein Inferno Dragon. Inferno Dragon. Ich weiß echt nicht, ob das so gut ist. Hier werden keine großen Tanks gespielt. Er geht halt davon aus, dass Pekka gespielt wird oder so. Okay, spielt Dart Goblin. Dart Goblin. Haben wir jetzt heute noch nie gesehen. Donkey Kong lässt extrem viel Elixier vorlaufen. Wow, starke Kobolde an der Stelle. Der nächste. Oh. Beinereiter. Wieder Mega-Ritter. Ein Hit krieg ich. Oh, kein Hit. Ja, kein Hit. Das war das perfekte Placement vom Mega-Ritter. Okay. Es gibt ein Placement, wo der Hawk dann keinen Hit bekommt. Genau, das war er auf jeden Fall. Wieder rübergekitet. Na gut, ja. Jetzt aus dem Inferno-Turm rausgekitet. Aber Fledermäuse hat er auch noch. Oh ja. Gott. Dafür hat er aber die Sepp. Aber der Sepp. Soll den Sepp nicht mehr gegen den Fellow Dragon oder Kobold einsetzen? Okay. Interessantes Deck von Surgic, habe ich so noch nie gesehen. Okay, er lässt den Mega-Ritter in den Tower. Okay. Ja, er musste das im Grunde zulassen, damit er mit den Kobolden dann finishen kann. Ja. Aber oh Gott, die Kobolde laufen weg und die Minions greifen den Turm an. Oh Gott. Das ist. Was? Guck dir das an. Der Tower ist unter 800 HP. Unter 800 HP. Donkey Kong kann das Ganze mit der Banditin auf der linken Seite verteidigen. Also das sieht jetzt auf jeden Fall nicht verkehrt aus für Donkey Kong. Aber ein Inferno Dragon macht schon in gewisser Weise Sinn, wenn der Elektromagier nicht dabei ist. Ja. Von Surgical, die letzte Karte, entweder ist es ein größerer Zauber oder es könnte auch der Pekka sein oder auch der Mega-Ritter, könnte ich mir vorstellen. Ist ja übel. Beide haben auf jeden Fall einen Inferno Dragon dabei. Und da haben wir auch gerade einen Nachteil gesehen. Er hat zwar den Mega-Ritter wunderbar rübergekitet, aber wenn der Ice Cream dann tot ist, dann hat er da nichts mehr. Ja. Starke Kobolde, dadurch stirbt sein Inferno Dragon sofort weg. Ja, sehr, sehr stark. Fledermäuse countern dort. Jetzt ist halt ein nicer Split Push am Start, aber der Mega-Ritter ist so gut gegen solche Einheiten. Nächster Inferno Dragon. Schweinereiter kriegt da. Oh, das war richtig viel Schaden. Okay. Damit ist er mehr oder weniger back. Dart Goblin dabei. Sehr interessant. Ich bin echt gespannt, was die letzte Karte von Surgical ist. Und der Mega-Ritter. Mega-Ritter schafft es nicht an Turm. Passt an den Tower. Schweinereiter, ein Hit. Zweiter Hit, das ist eine Menge. Die Minions kriegen da auch nochmal Schaden ab, machen da nichts mehr im Turm. Ist jetzt natürlich übel, Donkey Kong ist jetzt hier auf dem linken Turm die ganze Zeit gegangen. Wunderbarer Kobold-Predict, also wirklich super nice. Oh, Aber die Kobolde sind am Turm. Tower. Der Tower ist down. Die Banditin kommt noch dazu. Die Banditin hat ihn da überrascht. 10 Sekunden noch. Was der hat Tower hat 170 HP. Surgical hat noch eine Karte. Ja, das wird wahrscheinlich das wird ein größer, Zauber sein. Ja, das wird ein größerer Zauber sein. Das wäre auf dem linken Turm. Ja, ja. Feuerball ist da. Feuerball. Und der Hawk schafft Verlängerung und er liegt vom Schaden her hinten. Aber der Hawk okay, hat das zwei ausgeglichen. Ja. Okay, oh, zweiter habe ich nicht gesehen. Gut. Sehr ausgeglichen dann sogar. Ja, aber Donkey Kong hier mit einem krassen Elixiervorteil. Wegen dem Feuerball, den er da werfen musste. Die Banditin. Jetzt ist die Banditin dort durchgesneakt. Oh, der Ice Golem an der Stelle sehr, sehr stark. Der Haupttower kriegt da auch Damage, aber ist noch überschaubar. Das ist. Oh Gott, das kann ja noch was werden. Dart Goblin durchgesneakt. Chip Damage ist da. Alter, Dart Goblin ist ja richtig gut für solche. So eine Aktion. Auch das Placement an der Stelle war genau da, wo der Haupttower den Dart Goblin nicht trifft. Also das ist genau dieser eine Spot,
wo der Dart Goblin dann 2 Hits extra bekommt. Richtig. Die Inferno Dragons 101 die ganze Zeit da am Start. Da überlebt knapp was. Sehr knappes Game. Nächster Inferno Dragon, die spammen einfach ihre Inferno Dragon nach hinten. Keiner hat Bock, eine Win Condition auszuspielen. Ja. Minions jetzt auch nach hinten. Also die erste Minute ist schon um in der Verlängerung. Die sind extrem, extrem vom Schaden her gleich. Die Banditen jetzt vielleicht durch. Die Kobolde sind dann nochmal rechtzeitig am Start. Sehr knapp. 2 Inferno Dragons. Gut, einer geht wieder down. Fledermäuse, Eisgolem, Schweinereiter, das war sehr, sehr stark gespielt. Und da kommt der Mega-Ritter am Start. Oh, der Hawk, kein Hit! Der Hawk kriegt keinen Hit. Kein Hit, obwohl der Eisgolem zuerst getankt hatte. So, wenn er jetzt dort diese beiden Einheiten einigermaßen ordentlich verteidigen kann. Oh, der Inferno Dragon muss er selbst. Der Inferno Dragon überlebt. Der rote, genau. Das hätte er zappen müssen, hatte an der Stelle nicht in Rotation. Kommt da noch der Hawk? Schweinereiter, Eisgolem. Oh, jetzt ist der Low in Elixir. Der Hawk Holt schafft predict. Es mit fast full live an den Tower. Oh, da konnte er die Kobolde setzen. Ja. Sehr viel Schaden. Jetzt muss er 2 Feuerbälle bringen. Ja. 2 Feuerbälle. Feuerball-Lock reicht auch an der Stelle. Oh, jetzt oh die Bandite muss er aufhalten. Ja, oh Gott. Eiskunde an der Stelle. Optimal. Aber auch da, die Schweinereiter. Was macht der denn jetzt da? Jetzt wird's aber richtig knapp. Holz kommt. Minions, Kobolde. Hätte er auch noch einen Poison. Kommt der meine? Oh Gott, guck dir das mal an. Oh, der Dart Goblin. Der Dart Goblin. Was ist das denn? Oh mein Gott. Er kann es selber nicht fassen. Der Miner hat da noch seinen letzten Swing rausgeholt. Der Miner war mitten im Hit und der Dart Goblin rein. Surge weiß gar nicht, was abgeht. Donkey Kong auch viel zu intensives Game für ihn. Beide sind sprachlos. Dieser Sneak dort. Alter. Mit dem Dart Goblin. Oh mein Gott. Was ist das denn? Ich kann es gerade nicht fassen. Lassen uns gar nicht so lange warten und wir starten direkt übel ins Classic. Übel halt auf dieses Game. Surgical gegen Soaking. Beide teilen sich gerade Platz 1 und 2. Was wird gespielt? Oh, starker Sepp. Da ist schon mal die Pumpe down. Ja. Meiner geht da auch down. Bandit geslowed. Guter Öffnungsmove von Surgical. Soaking hat es noch, ich sag mal, relativ gut hinbekommen, ohne irgendwie viel Schaden zu kassieren. Elixiertechnisch sind die beide auf gleichem Niveau. Schadenstechnisch unterscheiden die sich 50 ungefähr an Schaden. Okay. Alter, was für ein Game. Ja. Oh mein Gott, wir sehen den Packer. Haben wir den überhaupt schon mal gesehen? Heute zum ersten Mal. Der Packer, sonst absolut Meta, wurde letztes Mal immer wieder gebannt. Jetzt sehen wir ihn das erste Mal. 3 Musketiere gegen Packer. Und irgendwas sagt mir, dass Soaking noch irgendwas ganz Verrücktes spielt. Ja, er muss... Ich wusste es, oh ich wusste Gott, es. Ich wollte sagen, er spielt entweder noch 3 Musketiere oder Friedhof oder kommt instant der Friedhof. Ja. Mit dem Poison. Guck mal, diese Poison Spell Value an Pumpe, Musketier, Turm, Packer am Turm. Und der Packer ist noch am Turm. Unglaublich. Packer, Friedhof in der Situation. Ice Guys und die Fledermäuse machen auch nochmal Schaden. Und Packer kriegt noch einen Hit raus. Oh mein Gott. Ich kann's nicht glauben. 67... HP hat der Turm noch. Alter, von Soaking. Unglaublicher Öffnungsmove. Ich hab das Gefühl, Friedhof. Als hätte ich gegen die Stack schon mal gespielt gehabt in der Grand Challenge. Also, das war auch ein Spieler, der hatte über 6000 Trophäen. Ja. Also, ich glaube, bei den Pros ist das Deck vielleicht ein bisschen bekannter. Ich sehe es zum generell, die Zuschauer unter euch sehen es wahrscheinlich zum ersten Mal. Da ist eine ganz, ganz kleine Wahrscheinlichkeit, dass der King Tower angegriffen wird, aber Skelette. Gehen und doch nicht, okay, gehen auf die Pumpe. Ah, das war richtig lucky, die sind alle gespawnt. Ja. Sehr krass auf jeden Fall. Nee, das Deck, das kenne ich, das wird ganz normal auch in der Grand Challenge gespielt. Okay. Das hat noch Chef Strobel gesagt, da habe ich ihn ausgelacht, dass das Deck sei schlecht. Okay. Nehme ich wieder zurück, hat jetzt hier sehr gut funktioniert. Ja. Die Musketiere auf die linke, auf die Seite zu packen, war ein bisschen fraglich. Ja. Klar. Vor allem der Packer wird jetzt die Lane einfach komplett abräumen. Oh, Packer. Arcade gegen Banditen. Packer und Poison gegen 3 Musketiere, das ist ja echt übel. Das ist richtig richtig stark. Interessanter Miner dort gegen Leider durchkommen. Da müsste jetzt noch ein Sepp kommen. Da kommt schon der nächste Packer. Wie viele denn Banditen? Die Musketiere. Ja, die Banditen ist halt instant. Da sind 2 Banditen. Ach, das sind 2? Ich dachte, das wären 2 Musketiere. Auf einmal chargen die da los. Sehr gute Aktion. Ist halt ein Hardcounter. Ja. Also Surgical, der kommt da sogar nochmal am Friedhof. Packer, Friedhof. Guck dir das an. Da ist hier gar nichts. Selbst wenn er Minions also spielt, da ist der Poison Spell Das hat Soaking. Und der Packer schafft es noch Packer an den Tower. Noch ein Hit. Der Tower ist unter 200 HP. Also Soaking. Das wär noch fast 2-0 gewesen. Unglaublich von Soaking. Sehr, sehr, sehr stark gespielt und ein fantastisches Deck ausgewählt. Er hat auch in Woche 2 schon ein Packer 3 Musketier-Deck mal ausgepackt gehabt. Ja. Das war auch sehr, sehr interessant. Sehr krass. Okay, damit liegt Soaking vorn.
Muss man natürlich jetzt auch der Deckauswahl zuschreiben, aber das muss man erstmal machen. Ne? Ja. Du weißt, dass du gegen den vermeintlich besten Spieler der Welt spielst. Du weißt, was er drauf hat. Und du packst einfach mal ein Packer-Friedhof-Deck aus. Ist mutig. Und dann macht er ihn noch so platt. Es gefällt mir sehr. Gerne mehr davon. Ich würd sagen, wenn es eins gibt, dann müssten wir es jetzt. Ja, spätestens jetzt müssten wir das Ganze dann sehen. Wir gehen ins nächste Game. Die Minions outrange einfach die Fledermäuse jedes Mal. Ja. Sieht zwar nicht so aus, ist aber so. Ballon. Surgical Ballon, Psycho Deck. Oh, der geht da schon all in. Muss eine Pumpe gespielt werden, oh mein Gott, das ist. Und ja, die zwei Fledermäuse am Tower. Wer hat nochmal den Elektromagier gebannt? Der Surgical Goblin. Ja, dann ist halt. Ja. Ach du Scheiße. Der Tower ist schon down. Was war das für ein Eröffnungsmove? Ich kann es nicht fassen, die Pumpe ist down. Ja, da fehlt ganz, 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 ganz doll der Elektromagier. Ja. Bogenschützen, Fledermäuse kriegen das nicht hin. Einfach ein Zap. Fledermäuse waren weg vom Gegner und die Bogenschützen machen auch nicht, bei weitem nicht genug Schaden. Er hat einen Miner und einen Eisgolem als Zank. Jetzt haben wir den Packer. Spielt das gleiche Deck? War da die Pumpe davor drin? Ich weiß es gerade gar nicht. Ist bisher alles gleich? Oh, Mega-Ritter? Mega-Ritter. Mega-Ritter in den Packer? Würde er noch einen Eisgolem setzen oder einen Miner? Wie denn Friedhof? Ist es mal noch Packer-Friedhof? Minion-Horde! Was ist das für ein Deck? Der Poison ist zwar instant da, aber der Packer, ist, schon der Packer ist schon down. Der Mega-Ritter kriegt das. Ja, tut sich da ein bisschen schwer, okay. Surgical musste da nochmal ein Zap spielen, aber. Surgical mit einem klaren Elixier-Vorteil hier. Ballon, Cycle, Mega-Ritter, Minion-Horde. Da müsste jetzt eigentlich der Eisgolem kommen, genau. Starker Miner, killt die Bogenschützen. Die Fledermäuse sind da verdammt gut. Der Sepp fehlt jetzt, der hat er eben eingesetzt gegen den Friedhof. Oh, der Schaden pro Sekunde der Fledermäuse ist absurd. Da schreibt er auch schon Wildplay. Ja, das ist genial. Gerade die Kombination, die werden wir jetzt, glaube ich, öfter sehen. Das haben wir immer wieder gesehen, wenn der Friedhof kam. Fledermäuse und Friedhof in einem Deck, weil der Sepp einfach dann nicht am Start ist. Er hat ihn perfekt outcycled. Er musste Seppen, Poison und Bogis spielen. Das ist so viel. Und kassiert trotzdem noch den Explosionsschaden. Das ist. Also, das tut dann weh. Da war wieder dieser Hack am Start von Surgical. Er wusste ganz genau, was er auf der Hand hat. Er hatte Friedhof, Poison, Sepp und Packer auf der Hand. Ja, das ist genial. Unglaublich, dass er ihn so outcyclen konnte. Oh, der Mega-Ritter macht da Flächenschaden, aber der Packer macht natürlich viel mehr Single-Target-Damage. Ja. Minions gehen da jetzt down. Aber guck dir mal an, was Surgical alles dabei hat. Minions, Minion-Horde und Fledermäuse. Das ist auf jeden Fall stark. Es sind wieder einige Slater am Turm, aber es geht auch nur noch 18 Sekunden. Da wenn der Tower schon ist unter 1000 HP, passieren. Wenn er ja jetzt noch irgendwas Überraschendes macht, könnte er vielleicht noch den Tower bekommen, dann wäre es dann wieder ausgeglichen. Starker Mega-Ritter. Ja. Da sollten jetzt die. Poison-Spell ist da. 6 Sekunden, Sepp kommt. Nee, das kriegt er nicht mehr. Nochmal ein Sepp. Gut Spiel von Surgical. Oh, krass, okay. Stark. 1-1. Super Deck ausgewählt, Elektromagie ist gebannt, dann geht er durch. Dieser erste Move einfach. Ja. Die sind halt als wirklich alles auf einem Niveau, also wir haben auch schon Donkey Kong gesehen, wie er. Kanonenkarre von Soaking. Wir sind im alles entscheidenden. Ja, einfach Surgical da das Leben schwer machen konnte, obwohl er Platz 7 ist. Genau, das stimmt. So, Kanonenkarre wieder im Einsatz. Das entscheidende Game. Warum setzen alle den Eisgeist? Das haben halt die jetzt schon so viel gemacht. Halt die kommen nicht drauf klar. Ja, und die Kanonenkarre, obwohl die so krass verteidigt wurde, macht so. X-Bogendeck von Surgical. Und das ist der Riese. Giant Kanonenkarre. Oh mein Gott, ich werde nichts sagen. Ja. Aber. Das sieht verdammt gut aus für Soaking vom Matchup. Ja, vor allem die Pumpe steht, wenn er jetzt den X-Bogen down bekommt, kriegt der Riese. Oh, die Fledermäuse. Ja, die Fledermäuse, welche Schaden. Und der härteste Konter, den es überhaupt gegen den X-Bogen gibt, oder einer der härtesten. Ich glaube, Royal Giant. Diesmal macht das anders. Er lässt die Kanonenkarre für und zwei jetzt durch und Eisgolem. Hat der Eisgolem jetzt noch. Ach, guck mal, jetzt wird das Ding. Jetzt guck dir das mal an. Jetzt wird das Ding Gebäude und dann greift der Eisgolem einmal die Kanonenkarre an. Was hat der sich denn dabei gedacht? Das war auf jeden Fall nice. Der hat ja so richtig Schaden gemacht. Ja, auf jeden Fall. Also die das habe ich noch nie gesehen, dass ein Eisgolem mit der Defensive angreift. Das habe ich wirklich. Das okay. Was spielt das Soaking? Giant 3 Musketiere Kanonenkarre gegen X-Bogen. Also ja, da muss ich jetzt wirklich. Ja. Da tut mir Surge auch ein bisschen leid vom Matchup. Oh Gott. Also im Grunde dasselbe. Super Holz. Im Grunde das gleiche Szenario wie im Hinspiel, das letzte Game. Ja. Wo Surgical X-Bogen gespielt hat, wieder im dritten Game. Und
Soaking dann. Da lacht er auch mal in der Ecke. Ja. Das schmeckt ihn nicht, dieses Matchup. Zwei Pumpen sind da, super viel Schaden kassiert. Ich weiß nicht. Er kann nur unentschieden gefühlt spielen. Er fängt jetzt schon an zu turteln. Er will gar nicht mehr angreifen. Er weiß ganz genau, das sieht nicht gut für ihn aus. Soaking, ich bin gespannt, was für einen großen Zauber er hat. Ich gehe vom Feuerball aus, der jetzt eigentlich nicht an. Wenn er einen Feuerball hätte, den jetzt gespielt. Ja, müsste eigentlich jetzt spielen. Oh, guck dir das mal an. Der rechte Push ist einfach nur. Den rechten und auch der linke dazu. Der X-Book macht halt gar nichts. Ja. Gegen den Giant. Nächster das Giant, das ist unglaublich. Der wird hier vorgeführt. Ja. Oh mein X-Boom Gott. Down, Musketiere helfen mit. Er spielt noch einen Tesla. Nächste drei Musketiere. Den Elixier vorspielt mal. Megaminion sieht da auch. Geht gar nichts. Aber irgendwie kriegt das hin, ein bisschen zu verteidigen, ne? Ja, aber das drei sind jetzt Musketiere drei Musketiere am Tor. Und Surgical schreibt schon Good Game. Das ist. Unglaublich. So ein Deck zu spielen. Drei Musketiere, wow. Giant Kanonenkarre. Komplett zerstört. Aber muss auch sagen, Hard Counter gegen dieses Siege Deck, gegen X-Boom Tesla, da kann er gar nichts machen. Also ganz krass. Und damit gewinnt Soaking. Alter, damit hätte ich nicht gerechnet. Ja. Aber von dem Matchup hat er gut gemacht. Das gehört dazu. Ja. Das gehört einfach dazu. Also da hat er sich selber bestätigt. Er ist zwar der beste Spieler, aber ich kann ihn schlagen. Ja. Er hat es jetzt zweimal bewiesen. Mhm. Er hat die Hinrunde und die Rückrunde jeweils gegen Surgical gewonnen. Surgical hat jetzt drei Niederlagen. Mal gucken, was sie gegeneinander bannen. Letztes Spiel, drei Musketiere, klar, macht Sinn. Macht Sinn. Und Loal bannt die Fledermäuse. Ist sehr interessant auf jeden Fall. Warum bannt er die Fledermäuse? Was denkt man sich dahinter? Das ist ein Bann, damit habe ich nicht gerechnet. Ja, auf jeden Fall. Also generell so Karten wie Zap, Lock, Kobolde, Fledermäuse werden generell nie gebannt. Erstmal ins Game. Bei Loal ist es so, dass er. Ich sag mal, die ganzen Metadecks gut drauf hat. Mhm. Ob er damit jetzt so absoluter Pro ist, da fehlt ihm wahrscheinlich die Zeit, um das dann noch zu lernen. Also nicht so krass wie seine drei Musketier-Decks. Okay. Und hier an der Stelle verteidigt er das. Das ist natürlich schon wieder. Okay, Berin overcommitted hier extrem krass. Er hat. Die Pumpe ist down, der Turm kriegt Schaden. Ja, aber. Und das Elixier. Das war einfach. War doch nicht verkehrt. Ja, war einfach ein guter Schaden. Jetzt ist die nächste Pumpe dabei und jetzt hat er halt die Poison Spell nicht. Generell hat Loa hier gute Karten: Eisgolem, Kobolde und Bogenschützen gegen den Friedhof. Berin spielt den Friedhof wieder am Start, aber auch der Poison Spell natürlich verdammt gut. Was spielt Loa? Das sieht komplett nach einem Drei-Musketier-Deck aus. Er kann sie ja nicht spielen, weil die gebannt sind. Es sieht nach dem X-Bogen-Deck aus mit der Pumpe. Ja. Ah, dass er noch Holz, dass er da noch das Holz und den X-Bogen hat. Ja, genau, das ist der X-Bogen. Aber ob das jetzt gut geplaced war, der Poison lohnt sich auf jeden Fall, weil der Eisgolem tankt jetzt. Er geht jetzt davon aus, dass der Eisgolem schnell down geht. Mhm. Ja. Wow, der Eisgeist war extrem stark. Ja, noch extrem starker Eisgeist von Berin an der Stelle. Verursacht und Megaminion hätte da jetzt auch noch nicht rausgebracht. Aber zwei. Ja, muss Pumpen da noch den am Start. Muss den Eisgolem an der Stelle noch setzen. Ich weiß nur, X-Bogen gegen Friedhof. Das sind ja hier so gerade die Basic-Dinger. Mhm. Ein Deck konnte das andere extrem, aber ich weiß gerade nicht, welches. Ich glaube, das X-Bogen, das Friedhof-Deck oder andersrum. Inferno-Turm. Also wär in Berins Deck noch ein Miner drin, dann wird auf jeden Fall Berins Deck das kontern, aber jetzt auch vor allem jetzt mit diesem Inferno-Turm-Place war jetzt nicht so optimal. Der X-Bogen connected jetzt und jetzt versucht er natürlich mit allen Mitteln das Ganze zu protecten. Kobold kriegt da auch nochmal einen Hit raus und das ist auf jeden Fall kein verkehrter Schaden. Damit jetzt ist das Ganze wieder ausgeglichen. Ja. Oder X-Bogen, wie viel Schaden er noch rausbekommt? Ich dachte jetzt, das war's langsam, aber da kommt noch immer weiter. X-Bogen. Jetzt pushen sie auf beiden Seiten. Ja, das muss jetzt Berin an der Stelle machen. Er muss aggressiv bleiben, damit er den X-Bogen nicht mehr, damit Loai den X-Bogen nicht mehr protecten kann, aber er kriegt es trotzdem irgendwie hin, der X-Bogen connected. Das war halbherzig. Also entweder dann den X-Bogen verteidigen oder auf der rechten Seite reingehen, mit Poison Spell und allem drum und dran. Das war definitiv ein Fehler, war natürlich auch unglücklich vom Timing und jetzt geht's halt los mit der defensive X-Bogen. 20 Sekunden, das könnte schon der letzte Push gewesen sein. Oh, starker Poison. Instant Poison Spell gesetzt, Holz kommt, Eisgeist, kriegt da auch noch was ab. Aber der X-Bogen Holz ist auch an der Stelle auf jeden Fall nicht verkehrt. Der X-Bogen räumt das ab. Der X-Bogen räumt das so krass ab. Noch wieder ein Push, super schnell durchgecycelt, aber da ist jetzt halt alles am Start. Das schafft er nicht mehr in den 5 Sekunden. Ja. Okay. Sehr krass. Das hat Loai sehr, sehr stark gemacht. Stark gespielt auf jeden Fall. War einmal die Situation, wo links der X-Bogen und rechts der Friedhof. Da wäre ich jetzt als Berin All-In gegangen, weil den Turm hätte er sowieso verloren. Ja. Und wenn es 1:1 steht, dann ist das Friedhof-Deck deutlich besser als so ein Siege-Deck. Ja, auf jeden Fall. Das wäre da auf jeden Fall Schlüssel gewesen.
hat sich ausgelohnt, hat sich ausgezahlt, das Risiko. Und ja, wir springen ins nächste Game. Loa liegt 1-0 vorn. Möglicherweise das letzte Game für heute, mal schauen. Könnte sein. Ja, und, ja. Und er hat kein Holz dabei. Er hat kein Holz dabei. So, der Slogbait-Predict war auf jeden Fall nicht verkehrt. Und die Prinzessin überlebt. Kriegt den Hit nicht mehr raus. Das kann ja ganz übel werden. Okay, Lockbait gegen... Ja, das Deck von Berin, es sieht nach Golem aus. Aber es ist halt... Es ist halt kein... Ja, es sieht nach Golem aus. Oh, das tut, das tut, das Holz würde alles zerstören, aber das hat er einfach nicht. Eieiei. Da bin ich... Oh, der Talker sieht so viel Schaden. Das ist wirklich viel Schaden. Das Holz hat einfach alles zerstört, hat er nicht. Ja. Das tut richtig weh. Die Banditen, Eisgeist ist da und eingefroren, aber... Ja, nee. Mit dem Support der Princess. Mit der Prinzessin Hit. Reicht das Ganze dann. Nächste Pumpe ist da. Diesmal kann er da keine Rocket draufhauen, er hatte das Elixier nicht. Und jetzt muss er hier aggressiv reingehen, um die Pumpe zu bestrafen. Starker Eisgeist. Auf jeden Fall. Sepp dazu, aber die Prinzessin waren auch schon wieder 3 oder 4 Hits. Und die OPs Biergob. Noch ein Hit. Noch. Wow. Alter, die Prinzessin. Das tut ja richtig weh. Diesmal trifft, wird die Pumpe getroffen. Ja. Wie bei Donkey Kong. Ja. Das tut ihm schon extrem weh. Also er wollte hier wahrscheinlich nochmal zeigen, ich kann's eigentlich. Oh, oh, Eisgeist ist nicht richtig platziert, ja. War dann instant down. So Sachen können am Ende das Spiel ja entscheiden. Also da muss er auf jeden Fall aufpassen. Ich bin jetzt mal gespannt. Einfach guck mal, wie simpel. Einfach ja. Ritter und dann die Kobolde. Ja, er weiß ganz genau, er hat kein Holz. Und okay. Er kann ihn da ganz gut unter Druck setzen. Richtig close. Prinzessin und Kobolde auf der Seite. Nächste Prinzessin ist da. Banditin charge nicht. Da ist auch Berin sauer. Holzhörner noch dabei. Extrem viel Single-Target Damage. Das fällt. Könnte die Spear-Goblins ja. Mega-Minion killen? Ja. Oh Gott. Banditin okay, krass. Ist im Rage. Rage Banditin-Schaden ist da. Tornado hat er noch okay, er dabei. Gar, okay, Berin hat gar keinen großen Zauber. Interessant. Der Septis kassiert aber trotzdem über 200 Damage. Das ist das Golem Single Target Damage ja. Deck. Das ist in der doppelten Elixierphase absolut stark. Ja, und Loa spielt das schon davor erwähnte günstigere Deck ohne Inferno-Turm. Mhm. Und da hat er auf jeden Fall jetzt musste eine echte Chance. Er musste bei Titel und Septis macht trotzdem Schaden. Ja. Die Prinzessin ist da auch noch dabei. Und der Golem am King Tower, ja. Aber... Banditin im Rage. Oh, extrem starker Eisgeist. Alter, was geht jetzt hier ab? Holzfäller ist unterwegs. Ist gut gegen die ja. Goblin Gang, hat das alles kaputt. Am linken Turm ist er auch dran. Er hat einen defensiven Kobold-Pass gespielt. Und Banditin das ist und es. Wow, sehr, sehr stark von damit hätte ich gerechnet, dass Berin das noch gewinnt mit dem Matchup. Er spielt gegen Lockbait und hat kein Holz dabei. Es hat jedes Mal wehgetan. Einfach ja. Ritter, Kobold Gang, Kobold-Fass. Ja. Hat funktioniert. Er hat sich auf die Offensive konzentriert, hat in der Defensive sehr viel Schaden kassiert. Berin gewinnt 1-1. Wo kein anderer deutscher Spieler mit Banning und auch gegen so krasse Spieler zu spielen. Ist richtig, ja. Wir springen ins alles entscheidende Game. Jetzt hat er ein Holz dabei. Interessant, dass Loai wieder mit Lockbait spielt. Hätte ich jetzt nicht gedacht, obwohl er damit verloren hat. Berin könnte im Grunde noch alles sein. Wieder Beatdown wahrscheinlich. Eisgeist gegen Eisgeist erstmal zum Starten. Aber im Holz ist schon mal deutlich entspannter, ja. Auch wenn er wieder keine Pumpen stacken kann gegen die Raketen. Ja, also hier hat er seine Rocket im Grunde schon outcycled. Ja, hier muss er jetzt... Wieder ein Holz, nice, geht nichts raus. OP-Spear-Goblins. Ein starker Ritter. Kann er das ganz verteidigen? Oh. Gar nicht verkehrt. Ganz sicher macht er es da. Also, die Banditin wird auch umfallen. Ist auf jeden Fall sehr, sehr nice. Und das ist auf jeden Fall kein verkehrter Schaden. Hier sieht man die Spear-Goblins. Spear-Goblins machen Schaden, man sieht's. Die Speere fliegen schneller. Das summiert sich. Mega Minion kriegt hier keinen Hit. Kein Hit durch die Prinzessin. Aber die Pumpe steht und da wurde keine Rakete geworfen. Wirft er jetzt eine Rakete ja, auf den Link? Das müsste er machen. Muss ja. Er machen ja. Sonst ist der Elixier-Nachteil zu groß. Er ist jetzt schon in einem Holzfäller gegen die Prinzessin. Ja, starker Eisgeist. Hat ihn da nochmal komplett zurückgekitet. Ja. Aber er ist halt so schnell unterwegs. Ja. Das, mal an. Das müssen 3 Hits sein. Das sind 600 Schaden. Alter. Das darf man nie unterschätzen. Und das Ganze dann umgerechnet für 3 Elixier. Ja.
600 Damage ist sehr, sehr viel. Also eine Rocket macht 500 und schönes Holz kostet doppelt so viel. Golem ist unterwegs und das ist halt immer links so schwer aufzuhalten. Ja, muss er all in gehen, aber das macht er gar nicht so verkehrt. Vor allem mit dem Eisgeist muss er ein bisschen Schaden in Kauf nehmen, aber das ist in einem Beatdown-Deck normal, dass man da Schaden zulässt. Oh, das ist jetzt sehr starker Zug links. Ja. Verdammt gut gewesen. Aber auf der rechten Seite geht er jetzt durch. Nachthexe Golem ist verdammt stark. Die Prinzessin ist natürlich super gegen die Fledermäuse. Golem am Turm und der hat noch richtig viel Leben. Auf der linken Seite Holzfäller und Eisgeist. Holzfäller wird nicht erwischt. Wird nicht erwischt von Tornado. Haut jetzt sehr viel Schaden auf der linken Seite raus. Sogar genauso viel Schaden wie auf der rechten Seite schon. Auf der linken Seite jetzt. Prinzessin stirbt noch von der geragten Fledermaus. Oh, was ist das für ein Game? Es steht doch schon 1-1 und dann ist das noch so knapp. Holz geht einmal durch, Bandite gegen Ritter. So viel Schaden ist das nicht. Holzfäller gegen das Koboldfass. Tower geht unter. Alter, HP. Golem ist da. Geht er noch hinten raus und explodiert dann. Kein Hit und keine Explosion am Turm. Starke Tornado an der Stelle. Holzfäller, guck dir das an. Guck dir das an. Oh mein Gott, der Holzfäller. Der Holzfäller. Der Holzfäller. Was? Der Holzfäller zieht's einfach komplett durch. Was war denn da los? Er hat den Tower zerhackt. Komplett? Der war eingefroren, hatte nur noch Hälfte Leben und macht dann 1100 einfach weg und Behring gewinnt das noch. Lag 1-0 hinten und macht das dann noch 2-1. Was für ein Comeback. Geniales letztes Game. Alter, damit gar nicht gerechnet. Damit auch Loai. Hundertprozentig hat Loai also, damit auch nicht gerechnet. Ist dann super schnell unterwegs und lässt sogar noch einen Rage fallen. Also deutlich besser als der Bandito oder der Minipacker oder irgendwie sonst was. Ja. Guckt euch das an. Na, der hat nicht mehr viel Leben, ist eingefroren, Turm kriegt noch... Ach, guck mal, der Turm hat die ganze Zeit den Minigolem auf der linken Seite angegriffen. Ich seh's jetzt. Das war der... Ich seh's jetzt. Ach du meine Güte. Das nochmal zu erwähnen, also stehen beide sozusagen gegeneinander 1-1 und hier ist jetzt... Da sehen wir das Ganze. Ja. Wir fangen mal unten an. Nem-Sensei 1-12, gut, hat heute nicht gespielt. Adam 2-11, auch heute nicht gespielt. Tin hat heute ganz gut performt, ist aber immer noch... auf dem 8. Platz, aber er kann es auf jeden Fall noch in die Top 6 schaffen. Auf jeden Fall. Donkey Kong auch ganz knapp davor. Und ein Game nur mehr verloren. Hier sieht man jetzt nochmal, wie wichtig hier... Ja, jeder Sieg ist jetzt... Guckt euch das mal an. Platz 4, 4 und 4, das klingt blöd, sagen wir... Platz 6, 5 und 4 haben alle gleiche Stats, teilen sich damit den Platz 4 bis 6. Und da bist du mit einer Niederlage. Wenn Donkey Kong gewinnt und du haust dir eine Niederlage rein, dann wird das Ganze sehr, sehr... Übel auf einmal. Surgical nicht mehr auf Platz 1. Soaking setzt sich da durch. Und nächster Spieltag wird auf jeden Fall wieder sehr, sehr interessant. Die Spitze ist uninteressant, ob da jetzt Soaking oder Surgical Platz 1 wird. Das nimmt sich dann nicht viel. Unten Adam und Nancy sind auch komplett abgeschlagen. Aber im Mittelfeld, da ist noch alles offen. Und darum geht es doch einfach nur. Ja. Es geht hier um die Top 6. Welchen Platz man da letztendlich belegt, das bestimmt dann nur die Position im Double Elimination Bracket. Ist ein kleiner Vorteil, aber jetzt nicht so krass. Es geht wirklich nur um die Top 6. Mittelfeld sehr, sehr ausgeglichen. Da bin ich gespannt, was gespielt wird. Und auch, ob nächste Woche öfter Karten gespielt werden, die jetzt gebufft wurden. Weil Kyuram wird zum Beispiel gar nicht gesehen. Kanonenkarre war schon am Start. Sparky könnte vielleicht noch öfter werden, wie sich die Meta Tesla und so entwickelt. Tesla haben wir ein, zweimal gesehen, aber war jetzt noch nicht ganz Tesla, überzeugend. Ich glaube auch, die Games, die mit dem Tesla gespielt wurden, waren auch verloren, weil das Matchup nicht gestimmt hatte. Aber die Pros haben jetzt auf jeden Fall länger Zeit, um zu üben. Ja, die haben jetzt nochmal eine Woche Zeit und nicht nur 12 Stunden, um sich auf die Meta klarzukommen, um die Balance Changes dort ihre Decks anzupassen. Ja, dann sehr, sehr geiler Spieltag. Ich freue mich auf die nächste Woche. Das soll's für heute gewesen sein.